Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. So, wir sind im vorletzten Stadtteil, dann haben wir nur noch das hier unten. Das könnten wir eigentlich gerade mal freischalten, wenn wir schon hier unten sind. So. Gehen Wie jetzt ihr erstmal wünscht. in dieses Haus hier. Nein, gehen wir nicht, wir. Ja, mein Schatz, aber natürlich, Wie kann ich Schätzchen. helfen, ihr Stellt uns Braut? lieber Nur zu alle direkt fragen. davor. Hi! Ihr seid Schicksalswachen und Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Behelmt der Worum Alpe. geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, und ihr haut ja auch einen Schlag zu, fällt mir gerade so auf. Wobei, einer nach dem anderen. Nein, du bist unverletzt. Wer ist verletzt? Unverletzt? Ah, dem Tode da. Und Nera. Oh, da ist ein unsichtbarer Pirsch auch noch. Okay. Schon ein bisschen ungemütlich. Dieser Zwerg braucht dringend Heilung, ja, ich sehe es. Das sind sehr gute Erfahrungspunkte hier drin. Das wird ein schneller Tod. Das wird kein schneller Tod. Sicher. Haben wir noch was, mit dem wir auf den schießen können? So, gut. Geld, Geld, Geld. Eine Glücksschriftrolle. Ja, wie ihr wünscht. Und das war's im Großen und Ganzen. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Noch ein behelmter Alp. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sagt an. Für euch. Viktoria, heil mal. Oh, und ich habe dort Level Up irgendwie nicht mitbekommen. Sprecht und verschwindet. Stufenerhöhung. Rettungswürfe jeweils um 1 reduziert. ETW. 10 Trefferpunkte und Sargkunde. Sehr schön. Ja? Ich höre versucht, Schritt zu halten.
Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fühle mich so sehr. So, behebte Alpe. Worum geht es, wie ihr wünscht? Sind nicht ganz so gefährlich zum Glück wie Schicksalswachen. Oder unsichtbare Pirscher. Das muss jetzt aber gute Erfahrungspunkte gebracht haben. Na gut, Dorn wird eine Weile brauchen. Mikonia und Safana ungefähr gleich auf. Nera ist als nächstes dran. Ja, wie ihr wünscht. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ihr wart so schnell, all meine Wächter zum Gehen. Ich sollte eigentlich wütend auf euch sein, aber ehrlich gesagt suche ich schon länger ein paar erfahrene Abenteuer. Da frage ich euch, wollt ihr mir lieber bei einer Aufgabe helfen oder sterben? Wir wollen sterben. Was sollen wir für euch tun? Also ich heiße Dick Grundell, ich kann nur raten, glaube aber, dass ihr Benoir seid, der Abenteurer, der in letzter Zeit so viel Ärger gemacht hat. Wo wir uns jetzt vorgestellt haben, lasst uns mal als Geschäftliche denken. Meine Aufgabe ist sehr leicht. Vor ein paar Jahren wurde eine Bande von Sündern petrifiziert, als sie den Turm von Ramazid einbrechen wollten. Falls sich hier jemand nicht so gut ausdrücken kann, petrifiziert heißt versteinert. Wie dem auch sei, einer dieser Abenteurer hatte einen Gegenstand der Macht bei sich, den Helm von Baldurat. Ramazid wusste das zu der Zeit nicht und hat ihre Körper einfach an einen Kunstsammler mitten im Baldurs Tor verkauft, als er sie alle versteinert hatte. Ihr sollt jetzt für mich die Statuen finden, sie wieder in Fleisch und Blut verwandeln und ihnen den Helm abnehmen. Ja, woher habt ihr diese Information? Wie ich an diese Information kam, ist unwichtig. Für euch reicht es, dass niemand sonst davon weiß und das soll auch so bleiben. Wie viel zahlt ihr für diesen Dienst? Ihr werdet für diesen Dienst mit 5000 Goldstücken entlohnt. Das ist eine fürstliche Belohnung, deswegen lasse ich mich auch nicht aufs Falsche ein. Und wie verwandeln wir sie zurück? Das ist im Grunde ganz einfach. Ich gebe euch diese 6 Schriftrollen hier mit der Formel Stein zu Fleisch. Die verwendet ihr auf die Statue, wenn ihr sie findet. Das Anwesen befindet sich westlich vom Jahrmarkt der Stadtmitte. Viel Glück und versucht ja nicht, mich zu betrügen. Das wäre nicht gut für eure Gesundheit. Der Helm von Baldurat. Wo ist er denn? Ah, da. Ein Magier namens Dick Grundell will, dass ich den Helm von Baldurat finde, welcher sich angeblich an dem versteinerten Körper des Amthors im Besitz eines Kunsthändlers westlich vom Marktplatz befindet. Dick Grundell wohnt im Nordwesten der Stadt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, sollten wir hinkriegen. Sofern wir es hier rausschaffen, wenn alle in der Tür feststecken. Oh, ja, vorher plündern wir noch. Ja, mein mit Vergnügen. Geld. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Wie ihr wünscht. So, jetzt müssen wir noch das mit der Taverne hier erledigen, wo ich die letzten beiden Versuche kläglich gescheitert bin. Aber dort hatte mittlerweile ja ein Level ab. Das heißt, wir werden erst einmal rasten. Ihr braucht nur zu fragen. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, einmal rasten. Das hat schon gut ausgereicht, um Kegane wieder aufzuputschen. Jael Kales?
den jetzt mal ein bisschen gebufft. Sänger der Nacht, gibt mir Kraft. Was macht heilige Kraft nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, ja, das ist nicht schlecht. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Was ist es diesmal? Culture Imperium. So, da rede ich dann mit euch hier. Mantelweit, Gespräch beenden. Ich hol dir mal so richtig die Fresse, dann hast du ausgelacht. Ja, dann beleidigen wir die mal wieder. Olaf sah. Verteidigungskoordination an. Klappen den erstmal weg. Klappen den weg. Und dann noch den da. So. Wir sind heute Abend durch eure Anwesenheit geehrt und von euren Fähigkeiten beeindruckt worden. Ich möchte euch jedoch bitten, mich zu entschuldigen. Denn einige meiner Leute sind verwundet und müssen sich behandeln lassen. Auf dass die Gruppe von Renouir und Goppel Hint für immer Freunde bleiben mögen. Kommt mit und tragt eure Wunden mit Stolz. Ja. Erstmal alles so an uns nehmen. Sehr, die können erstmal zu dir. Schmuck und so kann zu dir. Was haben wir hier? Ruhm des Abenteurers. Ja. Also nichts Besonderes. Ein paar Eispfeile. 7er Armschienen. Bring mir nichts. Langschwert. Das sind 6er Armschienen, also sind die 7er schlechter. Okay, was haben wir noch? Mit Feuerpfeil. Oh, kann es denn wahr sein? Wir haben endlich mal eine Streitaxt für Kegane. So. Ein Feuerpfeil. Streitaxt vom Mauletar. Ist einfach nur eine 2er Streitaxt, aber endlich mal eine Axt. Und wir haben langsam niemanden mehr, der Gepäck bei hat. Welches Schwert davon? Träger sind immun gegen Giftkeimer und Tag Unsichtbares entdecken. Noch schlechterer ETW. Gegen Untote. Gegen Gestaltwandler sollten wir behalten. Aber weg mit dem Schwert. Ja, jetzt hat er eine richtig gute Waffe. Mit einem richtig guten ETW. Kann er fast schon Dorn-Konkurrenz machen, nur das... Okay, Dorn hat sogar die bessere Rüstung. Wahrscheinlich hauptsächlich durch seine Geschicklichkeit. Okay. Ja? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dach auch. Ja, das ist meine Küche. Ja, das kennen wir.
Ja? Bitte lenkt mich jetzt nicht ab, lieber Gast. Ich muss Bestellungen der Stammgäste Worum aufnehmen. Geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für mit Vergnügen. Oh, was Geheimes im Bild? War ouch. Haltet doch mal inne und helft mir gefälligst. Sehr großes Ouch.